Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 5. Plenarsitzung des Hessischen Landtags heute am Dienstag, den 26. Februar 2019. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und stelle, wenn ich mich umschaue, die Beschlussfähigkeit fest. Es widerspricht auch keiner dieser Feststellung, und insoweit können wir auch schon in die Tagesordnung eintreten. Die Tagesordnung vom 19. Februar 2019 sowie ein Nachtrag, der vom heutigen Tage stammt, mit insgesamt 35 Punkten liegt Ihnen vor. Und es ist interfraktionär vereinigt worden, dass die Tagesordnungspunkte 6 und 7 am Mittwoch behandelt werden. Top 6 wird insoweit nach Top 27 aufgerufen, und Top 7 wird aufgerufen im Anschluss an Top 6. Und wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung entnehmen können, Top 30 bis 35 sind eingegangen 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde, wie Sie alle wissen, 5 Minuten je Fraktion. Die Tagesordnungspunkte 31, 32 und 34 werden allerdings gemeinsam aufgerufen, und die parlamentarischen Geschäftsführer haben sich freundlicherweise darauf geeinigt, diese 3 miteinander verbundenen Tagesordnungspunkte mit einer Redezeit von 10 Minuten je Fraktion aufzurufen. Die Aktuellen Stunden werden dann am Donnerstag um 9 Uhr wie üblich abgehalten. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD. Das ist die Drucksache 20/214 zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Dunkelfeldstudie in Hessen durchführen. Und das ist die Drucksache 20/171. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Ergänzungen oder Anmerkungen zur Tagesordnung? Widerspricht jemand, dass wir die Tagesordnung dann so genehmigen wollen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann haben Sie die Tagesordnung so, wie sie Ihnen vorliegt, genehmigt. Und wir kommen zum Ablauf der Sitzung. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, dass wir heute bis 19 Uhr tagen. Wir beginnen wie üblich an Dienstagen mit der Fragestunde. Das ist die Drucksache 20/140. Danach fahren wir mit Top 2 fort. Hiermit wird der Top 21 gemeinsam aufgerufen. Und anschließend könnten dann die Anträge Top 16 und Top 29 aufgerufen und besprochen werden. Ich würde vorschlagen, im Anschluss daran dann die Wahlen, das sind Top 4, 5, 8 und 9, aufzurufen. Entschuldigungen liegen mir jedenfalls für heute nicht vor. Es sind alle anwesend. Das ist erfreulich. Geburtstage konnten einige Kolleginnen und Kollegen begehen. Holger Bellino am 16.02.1959. Lieber Holger Bellino, wir gratulieren alle ausdrücklich und nachträglich. Das ist natürlich, das ist ein besonderer Auftritt. Kollege Bellino kommt mit Applaus in den Plenarsaal. Wir freuen uns. Ist schon in Ordnung. Das weiß ich doch. Ist doch alles in Ordnung. Herzlichen Glückwunsch. Marginal jünger, aber sichtbar jünger ist die Abgeordnete Miriam Dahlke, denn sie hat am 13. Februar Geburtstag gehabt. Liebe Frau Dahlke, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute nachträglich und für Sie mindestens ein so herzlicher Applaus. Und heute feiert auch eine Kollegin Geburtstag, nämlich die Abgeordnete Miriam Schmidt. Liebe Frau Schmidt, wir wünschen Ihnen allen alles Gute zum Geburtstag, viel Glück. Frau Schmidt, wo sitzen Sie? Dahin? Ach, natürlich, Frau Schmidt, alles Gute zum Geburtstag, viel Glück und vor allem Gesundheit. Und Frau Kinkel hat ein Geschenk hier, was sie Ihnen jetzt im Namen des Hauses überreicht. Und auch hier möchte ich Ihnen eine Mitteilung machen, nämlich dass kritisiert worden ist, dass diese geschlechterunterschiedlichen Geschenke, Blumensträuße für die Damen und Wein für die Herren, aufgehoben worden ist aufgrund der hier eingegangenen Beschwerden. Wir haben uns entschieden, dass jetzt alle Wein bekommen, egal ob männlich oder weiblich.
Ich hoffe nicht, dass das zu Problemen beim Floristengewerbe hier in Wiesbaden führt. Ich freue mich aber, wenn es dazu führt, dass der Absatz von Wein gesteigert wird. Mal schauen, wann Beschwerden kommen, dass wieder Blumensträuße eingeführt werden sollen. Wir warten das ab. Es kann sich also jeder dann möglicherweise ausrechnen, wenn er sich seinen Geburtstag anschaut und möglicherweise dieser Geburtstag in einer Plenarsitzung stattfinden sollte, was er denn gerne hätte, einen Blumenstrauß oder einen Wein. Also, Ihre Anliegen werden hier durchaus gerne entgegengenommen. Damit komme ich zu einem weiteren sehr erfreulichen Anlass, nämlich zur Geburt eines Kindes. Und unser Kollege Dirk Bamberger ist erneut Vater geworden, hat uns die erfreuliche Nachricht zukommen lassen, dass am 11. Februar 2019 sein Sohn Finn zur Welt gekommen ist. Wir gratulieren sehr herzlich. Und wünschen, lieber Bamberger, wie Sie dem Applaus entnehmen können, der Mutter und dem Kind, aber natürlich auch dem Vater alles Gute. Herzlichen Glückwunsch.